süß. Guck mal hier, die ganzen Heuballen. Guck mal, wie süß die gestapelt sind. Ist das süß gestapelt? Jurassic Park! Willkommen in der Uckermaut! Ja, hi! Ja, ich hab einen Hinblick, was nur. Ha? Hi, Tag! Ja, das ist der Putin. Ah, okay. Putin! Ich glaube, die Leute sind vielleicht besser. Oh ja, die sind besser, oder? Ja, die sind auch sehr geländegängig. Ja, das sind Geländeschüche. Ja. Dachte ich mir jetzt auch. Wir sind hier 2 Stunden hingefahren, wir haben es nicht gefunden. Ich glaube, das ist viel besser. Warte mal, ich habe noch meinen Selfie-Stick dabei, den müssen wir auch noch holen. Mal hier, ich bin jetzt auf dem Land und zwar in Petershagen in der Uckermark. Wer ist das? Ist die Ades. Ja, Ades Havel? Sag mal hallo. Ja, hallo. Lauf und hol Wasser für die Blumen der Liebe. Da singe ich uns mal ein Weihnachtslied. Oh, nein. Oh nee, bitte nicht, Edi. Du kannst doch nicht singen. Doch, hier mein Chorleiter, der Kuschner, der hat mich trainiert. Ich treffe 2 Töne. Na gut, okay, dann sing deine 2 Töne, dann haben wir hinter uns. Schatz, ich habe noch eine Geschenketüte für dich, aber du zeigst uns jetzt mal, wir machen heute eine Homestory. Ja, ja, natürlich. Eine Homestory und du zeigst uns jetzt mal alles. Dein Anwesen ja. Hier in Petershagen. Ich habe auch noch die Geschenketüte bei. Warte mal, wo haben wir die denn jetzt, die Geschenketüte? So, warte mal. Da ist die Geschenketüte. Ah. Oh. Kann man es hier so unabgeschlossen stehen lassen? Hier klaut keiner was. Theoretisch ja. Ich denke also, schon, obwohl wir oder? Ja in der Nähe von der polnischen Grenze hier sind. Ja. Aber süß, das ist schon mal süß gestaltet. Du kannst ja schon mal so ein bisschen sagen, wie du es gedacht hast. Mangold ist Mangold. Guck mal, und hier sind auch... Oh, du hast Kürbisse. Ja, Kürbisse. Oh. Auch eine Sache, die geklappt hat. Oh. Also, die sind aber noch relativ klein. Ja, ja. Also, es ist ja schräg. Also, die Uckermark ist ja die trockenste Ecke Deutschlands. Ach so? Ist ja hier schon, ich habe ja mal Angst vor Versteppung. Zum Glück habe ich meine Gummistiefel angezogen. So, wir müssen auch vorhin mal gleich noch mal ein Schnäpschen trinken, Schatz. Ich mach dich heute besoffen. Oh Gott. Da hab ich richtig Lust drauf. Guck mal hier, man sieht schon, wo ich war. Ja, das ist aber ja. Nicht schlecht. Das ist ja du, ich flüge dir ja. Aber hier ist es schon mal ganz süß gestaltet. Guck mal, ja. Das ist süß. Das ist quasi das ist so ein bisschen die Empfangsecke für den Sommer, oder? Ja. Ich habe das auf Facebook gesehen. Soll ich uns mal Gläser für den ja, Schnaps holen? Ja, hol mal ein Glas. Aber dann müsste ich ins Haus. Ja, geh mal ins Haus und ich warte hier so lange. Meine Güte, war wie ein Stress hier schon wieder. Weißt du, dass der auch keine Gläser vorbereitet hat. Weißt du, der weiß doch, dass ich komme. Der weiß, dass ich komme. Und dann hat der keine Gläser vorbereitet. Ich meine, was ist denn das für ein Gastgeber? Und ich sitze hier auch scheiße. Ich sitze immer noch scheiße, ist mir jetzt aber egal. Ihr bildet hier langsam so eine kleine Schwulenkommune. Ja. Schau an. So. Nee, das Ganze soll hier natürlich mal ein schwuler Gnadenhof werden. Schön, freue ich mich. Ja. Deshalb in deinem Alter nicht mehr weit. Wie alt bist du jetzt? 53? Richtig, ja, leider. Und ich gehe davon aus, dass ich wahrscheinlich ähnlich wie Johannes Jesus bis an mein Lebensende arbeiten muss, oder? Oh Gott, das wäre schlimm, oder? Aber vielleicht, ich weiß nicht. Vielleicht möchte man das aber auch. Ja, das kann also auch das Ding sein. Ist, ich glaube, einmal Showgirl, immer Showgirl. Das wollte ich sagen. Ich glaube, du würdest es nicht ertragen, Zabel, nicht mehr auf der Bühne stehen zu können. Es ist zu befürchten. Man braucht den Applaus. Wobei ich sagen muss, dass ich hier, wenn ich hier bin, ganz schnell runterkoche und auch wirklich so die Zeit vergesse. Und also jetzt war ich mal irgendwie letztlich mal so 1,5 Wochen hier und habe auch nichts vermisst. Also das würde, glaube ich, eine ganze Weile dauern, bis ich unbedingt wieder da zurück. Trink deinen Schnaps. Ach so, ja. Schneller. Mann. Wir müssen doch, ja, hallo, wir haben hier keine Zeit. Ich soll da noch kochen für uns. Ja, das schaffst du schon, das schaffst du schon. Wir müssen jetzt nämlich weitermachen. Ja. Wir müssen weitermachen. Das ist die wahnsinnig süß gestaltete Empfangs-Area. Gehen wir mal weiter. Outdoor-Küche. Ach so. Ach. Das ist ja süß gestaltet. Jan. Das ist süß. Ja, also für dich ist natürlich das Tier leider ein bisschen schwierig, aber es ließ sich einfach technisch nicht anders bauen. Achso, das gab es vorher nicht. Das sind doch an. Also die Hütte stand vorher und das Haus, dieser Teil ist angebaut. Aber wie kann man das denn bitte so niedrig bauen? Naja, ich zeig dir mal, das hat ja auch mit Physik zu tun. Ja. Ja, wir müssen jetzt aber von außen gucken. Ach so. Und zwar. Okay, warte mal.
Ja. Das war kommst ja. du da raus? Ich, warte mal, ich komme wieder raus. Nicht ja, da, warte mal. Nicht, dass in Spinnen hängen. Boah, da sind eklige Spinnen auch. Ja. Guck mal, das hat ja so ein Gefälle, das Dach. Ja, ich möchte hier nicht grillen. Nee? Nee, ich möchte gerne bewirtet werden, aber grillen möchte ich da genau, nicht. Genau, kommst du einfach nächstes Jahr im Sommer nochmal. Im Sommer nochmal. Gucken wir mal in Geräteschuppen rein. Ja. Ja? Ich will das auch mal fertig werden. Ich habe jetzt schon... Und der quatscht. Hat und eine quatscht, Stunde und quatscht, ja. Nee. Wir hatten schon eine Bocki auf dem Weg. Eine Bocki? Ja. Ein Autobahnrestaurant? Nee, an einer schönen Tankstelle in Weißensee. Oh, da sind aber auch viele Spinnen bestimmt sehr drin, oder? Sehr wahnsinnig große Spinnen. Klaus, bist du noch da? Ja, okay, gut. Ich habe wirklich wahnsinnige, ich sehe da schon überall Netze. Ja, ja. Und die sind ja ganz gierig auf Transvestiten aus Berlin. Ja. Und man muss hier auch, man muss sich hier auch sehr, sehr bücken. Jurassic, und hier ist die Sense. Oh Gott, ja, ja, ja. Sollen wir damit mal rausgehen? Gerne, was machst du denn damit? Naja, man kann halt zum Beispiel da jetzt mal, wenn man hier mal so ein bisschen Ordnung schaffen will, ja. kann man da so ein bisschen graben. Ach, oh, kann ich das auch mal probieren dann? Ganz ja, zeig erst mal, wie das so, geht. Ne? Zeig erst mal, wie das geht, ja. Und dann? Wie schön ist das? Siehst du das? Ja, ja, ich sehe das. Okay. Ich mache das jetzt auch mal. Nimm mal den Selfie-Stick. So, jetzt wollen wir mal. Ich gehe ein Stück weg, nicht, dass meine Beine mit abgeschnitten werden. Warte mal. Du siehst jedenfalls top aus. Ja, ich top aus. Ja, also ich finde es spektakulär. Sonst köpfe ich dich, Putin. So. Warte mal. Ja? Ja, ja, ruhig auch ein bisschen kräftig, ja. Vorsicht, Putti! Der ist tot, der Todessehnsucht. Ja! Aber guck mal hier, guck mal hier. Ich finde es super. Ich mache dir die ganze Weide leer. Es muss nicht sein, eigentlich machen wir das erst im Frühjahr, aber hast du toll gemacht. Das hat mir auch wirklich gar keinen Spaß gemacht. Aber kannst du es bitte wieder einfach wegstecken? Ja, dann bring das wieder weg. Bring das weg und ich setze mich hier kurz hin. Das ist so eine richtige Ostbank. Die ist noch wirklich aus DDR-Zeiten. Ach je, da hinten ist jetzt, ach Gott, da pflücken wir jetzt Pflaumen. Nee, ist toll. Nee, das schaffe ich schon, warte mal. Ich komme sofort, warte mal. Und wir pflücken jetzt Pflaumen. Kann man die dann auch essen? Die sind ganz lecker. Ja? Die sind nämlich jetzt reif. Man könnte vorher mal... Man muss vorher reingucken, weil manchmal sind da Würmer drin. Ne? Ich meine, ich hab ja meine Landschüchen. Ach so, ich habe auch meine Sicherheitsabsätze. Ich kann ja einfach so machen. Theoretisch. Oh, hier sind ganz viele verfaulte Pflaumen sind hier. Oh, das ist süß. Guck mal hier. Ja. Man kann hier, das ist der Landabsatz, man kann nämlich hier das Kunstleder, kann man nämlich hier so dann runterziehen. Ja. Dann ist das wieder süß. Aber für den tiefen Boden kann man das so hochdrapieren. So, wir gehen jetzt in dein Haus. Ja, sehr gerne. Durch das Entree durch. Was ist denn? Ach Gott, das ist ja süß hier. Was ist denn das? Naja, das hat mir damals der Klaus. Dein Mann? Ja, ja, zu Weihnachten mal mitgebracht. Das ist nämlich eigentlich eine Weihnachtskugel und das wurde an den Weihnachtsbaum gehangen. Oh. Mit dem, mit der Maßgabe, irgendwann wohnen wir mal. Nein! Oh Gott, das ist. Ja, und jetzt haben das ist ja, das ist ja süß. Meine, das Haus ist schöner als das Wasser hier. Naja, gut, okay. Was ist das hier für ein Gerät? Was ist das? Also ist hier meine Gartenschere. Das ist eigentlich was. Hörst du bitte die Gartenschere an? Ja. Oh! 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 Das ist. Vorsicht, Hund! Ich glaube. Jetzt zeig mir doch mal dein Haus. So ja, sehr gerne. Ja? Komm, wir machen mal. Hier wäre jetzt der Flur. Wow.
Wow. Na, wow. Guck mal, ich finde hier das ein Zeichnung von meiner Mutter. Oh. Also ich denke mal so späte 40er oder 50er Jahre. Oh. Und ein bisschen siehst du ja fast so aus hier mit dem Röttchen. Das hat die selber gezeichnet. Ja. So, wir sind jetzt hier im Flur. Der Flur ist noch nicht renoviert. Das steht noch an. Ach, ich dachte, das soll das so sein. Aber vintage aus, aber... Ich wollte gerade sagen, in Wohnungen in Mitte, ja, die ist das neuerdings so, ja. Oh, hier riecht auch schon so gut. Hier ist da unser Gulasch. Oh, zeig mal. Jessica und ihr Freund kriegt der Gulasch. Mann, Ehemann. Ehemann? Ah ja, stimmt. Gucke mal da. Oh, ist das schön. 2,5 Kilo Rehgulasch. Aus der Region, Uckermark. Ne? So, vom Forster angeliefert. In deiner Küche. Ja, die Küche. Das ist ein alter Kachelofen, der ist sogar an. Ist ja doch ein bisschen zugig heute. Ne? Ja, ja, da kann man mal schön am Ofen sich reiben. Richtig, sich reiben. Ist auch gut für den Rücken. Hier so. Die Sitzecke. Ja. Oh ja, und warte mal. Die Sitzecke ist ja von der Oma von Klausi. Ein bisschen weicher auch, ne? Ja. Putzig, es wird nicht gefickt. Jetzt kommen wir ins Wohnzimmer, wo meine Katze ist. Da ist deine Katze jetzt drin. Da ist Marita. So, wollen wir jetzt mal, wir müssen das jetzt vorher ankündigen. Und dann gucken wir einfach mal, wie die beiden Tiere sich verstehen. Ja. So, Putin, komm mal mit. Wo ist denn die Marita? Nee, das ist sie. Ja? Möchte die jetzt essen oder möchte die jetzt essen? Nee, das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Oh, ja, gut. Und hier gehen wir jetzt in das Zimmer, wo Jessica plus Mann Oh, und ganz zufällig, ja. Da sind ja schon unsere Sachen drin. Wir reisen ja nur mit Tüten, wie ihr seht. Ja, wir reisen nur mit 3 Tüten, weil das ist irgendwie süßer, wenn man so mit Tüten reist. Das ist irgendwie praktisch auch und so, ist ein bisschen unterschiedlich auch. Ja, damit gut ist ja, dass die unterschiedlich sind, dass du weißt, wo was drin ist. Ne? Nee, weiß ich nicht, aber egal. Aber süß, das ist Gästezimmer hier, wenn wir heute schöner bumsen, Klaus. Echt? Ja. Gut, dass ich auf der anderen Seite des Hauses wundertätig hören muss. Und den Fernseher haben wir auch. Aber der geht. Der geht nicht. Der geht schon, aber da ist nichts dran. Wir haben hier keinen Fernseher, gibt's nur DVD. Es gibt hier kein Fernsehen? Nee, das müsste man ja... Ich bräuchte eine Schüssel. Ich habe keine Schüssel. So, dann gehen wir jetzt mal nach oben. Warte mal, was ist denn das hier? Ja, das ist Biggies Zimmer. Was? Die muss ja hier im Haus auf uns machen. Es ist noch nicht ausgebaut. Oh. Wir machen es noch ein bisschen schöner. Man kann es vielleicht, das ist ein bisschen schwierig zu filmen. Wie Harry Potter, der auch in einer Treppe gewohnt hat. Weil dann natürlich auch mal eine Matratze rein, dass die Biggie da schlafen kann. Biggie ist ja so schlank. Ja. Die passt da rein. Ne? Die könnte natürlich auch im Stehen schlafen. Ja, natürlich. Oder so eingefaltet. Einfach so in der Ecke. So. Ja, dreimal gefaltet. Ja, guck mal, das ist ja auch Klopapier, das kann die sich ein bisschen zurecht machen. So, weiter geht's. Jetzt geht's da oben. Da, wo die Leichen liegen. Da eine Leichen auf dem Dachboden. In jedem Horrorfilm ist auf dem Dachboden das Schlimmste von allem. So. Oh, sehr großräumig aber jetzt hier auch. Ja, du hättest hier über Küche und Durchgangszimmer. Oh. Und hier ist nochmal was, nur so ein bisschen. Hier ist noch nicht fertig. Oh, wow. Ja, hier, also immerhin gibt es jetzt hier schon Fußboden über Legeplatten. Ja. Das war eigentlich offen. Hier ist einfach so eine Lehmschüttung mit drin. Mit diversen Dreck und alten Pappen. Und verstehe. Also, das war wirklich so eine unangenehme Arbeit, die Firma zu versiegeln. Jetzt gibt's das ist dein privates Gemach. Jetzt ziehst du dich zurück. Wenn du mal ganz privat sein möchtest, einfach mal fernab von jedem Trubel. Ja. Ja? Einfach mal, dann ziehst du dich hier zurück, liest ein gutes Buch und Ja. Ja? Ja. Hier ist wieder so ein Gerät, wo auch keiner weiß, was das ist. Wahrscheinlich ist es ein selbstgemachter Dildo. Ich wollte gerade sagen. Bevor man Kunststoff hatte. Aber ein ganz kleiner Dildo. Also naja, so ein Bandplatt, damit der nicht hinten reinrutscht, ist diese Platte. Aber für Ungeübte, muss ich wirklich sagen. Und dann ist da noch so die geheime Tür. Und da ist jetzt wahrscheinlich der Horror drin. Oh, gibt's ja auch Licht? Nee. Nein. Blöderweise wir haben ja die iPhone-Kamera. Das wird jetzt. Schafft die bitte. Also hier wäre dann der Heuboden das noch. Das gibt's ja nicht. Kann man da rauf? Ja, bis jetzt bin ich noch nicht durchgebrochen. Aber unten, wir können vielleicht ja nachher nochmal nach unten gehen und unten gucken. Soll ich mich auch da jetzt rauf trauen? Nein, du hast ja jetzt nicht mehr die Schlimmsten. Nee. Aber nicht, wenn wir jetzt beide hier durchfallen, dann wäre das natürlich was Tolles. Das wäre ein YouTube-Moment für 2000. Ja, holt er erstmal schön ein Heuballen bitte.
So, und du hast jetzt hier wirklich in deinem Haus oben Heu oder Stroh oder was ist das? Naja, Heu oder Stroh. Ab und zu drehen wir halt Pornofilme. Dann ist das... Naja, im Sommer, wenn es wirklich schön warm ist, ja, dann kann man natürlich hier sehr schön, hier so richtig schön zu spielen. Bisschen geil auch sein. Ja, und so. Ja. Gut, dann würde ich sagen, das ist. Wir machen eine kleine Abblende und machen gleich unten weiter. Ja, der perfekte Moment, um zu sagen, schön, dass ihr alle mit dabei wart bei dieser Home Story mit Ade Zabel in der Uckermark in Petershagen. Und Zabel, und du bummst mich jetzt noch so richtig schön durch, bevor es das Gulasch gibt. Ja. Freust du dich, ne? Ja, ist ja. Freust du dich? Ne? Ich freue mich. Freust sehr dich, stark, ja, auch. Und dann sehen wir uns bald wieder. Abonniert meinen YouTube-Kanal und Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Twitter und auf Google Plus, everywhere. Und du, adesabel.de, und du bist auch auf Facebook und überall. Ja. Und bis bald, ihr süßen Mäuse. Bye. Das fickt mich, komm, fickt mich. Ich hab schon was gemacht. Ja. Sharing is caring.